Willkommen Leute zu Puns auf Perser. Letzten Part haben wir uns durch die Gärten durchgeprügelt. Wir haben wenig Strom gebracht und um hier reinzukommen in die Zeitkammer. Jetzt sind wir in der Gegenwart und gucken, naja, wohin uns der Weg führt. Etwa, mein Freund? Die unbesiegbare Armee ist Also ich geschlagen. weiß nicht, ob man den unbesiegbar nennen kann. Au. Wichtigere Angelegenheiten erwarten mich. Das Schwert können wir schon wegwerfen. Nehmen wir diese Keule für unsere. Oh, boah, ist das laut für unsere Waffensammlung. Jo. Wie sehr ist der Gegenwart dieser schönen, prächtigen Pflanzenwelt hier? Die wir so letzten Part so schön bestritten haben. Übrigens haben wir jetzt auch noch mehr Leben bekommen. Am letzten PART. Ja, und jetzt. Jetzt erwarte ich eigentlich den Dahaga. Dachte, er wird schon kommen. Der kommt immer wieder. Ich war. Wow. Also, das war jetzt mal stark, muss man zugeben. Haltet ihn auf, bevor er sein Ziel erreicht! Tsch. Tod! Tod all jenen, die mir in den Weg treten! Jetzt langsam. Also, die Keule geht mir doch auf den Sack. Ihr seid es nicht wert, dass ich meine Zeit mit euch vergeude. Er darf nicht durchkommen. Leck mich am Arsch. So, jetzt. Rückzug. Jetzt lass dein Kopf fliegen. Boah, ey, wie viel Leben ich jetzt verloren habe für diese paar Fluchen hier. Das ist ja unglaublich. Es scheint, als habe die Vegetation diesen Teil des Turms für sich erobert. Er ist völlig überwuchert. Ja. Steht mir bei. Ach ja. Fang. Und hau ab. So. Irgendwelche Kisten hier zu finden oder so. Jetzt sehe ich hier keine. Die Vegetation. So, nochmal einen Schluck trinken. Wir haben jetzt. Hey, Weidenfresse, wir haben so viel verloren hier. Für diese paar Fluppen hier. Was willst du denn? Naja, wie auch immer. Sonstiges. Komm hier runter. Boah. Ach komm. Wenn du nicht runter willst. Wer verdient? Das gibt's noch nicht. So. Kann ich bitte ein Schwert haben? Da, das ist ekelhaft, ey. Wieder jemand total zerfallen. Tja, das hat man davon, wenn man nur aus Sand besteht. Gut. Also jetzt kämpfen wir euch durch den Urwald. Dass hier drin so ganze Bäume wachsen. Schon interessant. Wo müssen wir überhaupt hin? Oh, so erstmal Balancing. Let's Balance. It's time for Let's Balance Prince of Persia, ne? So. Und hier ist der Rahmen mal nicht mehr da. Yo, man. No, what the fuck? Das ist kein Gegner für mich. Du Penis. Alter, erschreckt er mich hier einfach. Also so kannst du nicht weitergehen, meine Kumpels. Was ist denn da für ein Schwert? Was ist denn da für eine Waffe? Ach, hier! Oh! Schmerz ist so ein überwältigendes Gefühl. Komm hier, fang! Oh, nee, so geht's nicht. Kämpfen wir gegen Geisterfrauen. Wir werden doch sehen, ob. Sind ja bestimmt auch so welche wie diese roten hier. Der Unterschied ist, sie benutzen keine Deutsche. Und ich kann auch so schön erwürgen. Ey, das sieht aus, als hätten sie nichts an, deswegen sie wohl unsichtbar sind. Ha. Das ist unsichtbare Nackte.
Okay, das wäre ein bisschen seltsam, aber... müssen wir wirklich da hin? Ach, Scheiße. Ah, ich hasse diese Balance auch. Man ist mal schnell, man ist mal langsam. Woran liegt das? Weil ich nicht so gut balancieren kann. Hier, ja, ist schon wieder so. So, beschleunigen wir das ein bisschen, indem wir springen. So. Wie kann man hier den Turm so verkümmern lassen? Die Sandmenschen sind echt für nichts gut hier. Sie bewachen alles, lassen aber den Turm hier, die ganze Festung hier einfach fallen. Schämt euch wirklich. Und komischerweise ist der Boden verschwunden. Wie kann hier ein ganzer Boden verschwinden? So. Das war jetzt eigene Blödheit. Eieiei. Weil, ich weiß nicht, das könnte ich glaube ich nicht machen, boah, besonders so schnell. Hier so klettern und da so viel Balancing. Ne, so sportlich bin ich glaube ich nicht. Aber hier, als so. Ja, besonders hier so einen eckigen Ast hier. Habe ich auch noch nie gesehen. So. Oder besonders, dass der Ast hier so viel aushält. Na gut, das kann glaube ich schon sein, aber. Ja, und wir haben es geschafft. Ist das nicht toll? Wir sind so weit gekommen. Alter. Naja, gut. Ah. Gleich, komm, durchgehen. So, die killen wir jetzt beide schnell, heimlich und tödlich. Gegen die Attacke 2x5, 1x4? Nee. Huh. Oh! Komm! Ah. Hier! Zack. Ja! Ein Fehler! Ja! Komm! Da los! Vorwärts! Ich warte nicht auf dich, mein Freund. Wenn ihr noch könnt. What? Busch. Ich will mein Deutsch doch nicht verwenden. Deswegen. So. Danke. Danke, dass du so kooperativ warst. Jetzt haben wir ein Deutsch. Damit kann man, glaube ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das war ein guter Deutsch. Dann kann man Leute. Schnell zu haxen, glaube ich. Ah. Los, wo ist die Frau? Die kommt auch bestimmt weg vom Himmel runter. Lauft, solange ihr noch könnt. Ach komm hier. Ey, wie sie mich immer treffen hier. Was ist denn das für eine Axt? Ach so, eine Axt. Hier, komm, nehmen wir die Axt. Ich weiß gar nicht, ob sie besser ist. Los! Tschüss! Ey, sie hat so ein Arschstück hier. So, hau ab. Der Schmerz. Und. Zack, Kopf ab. Auch mit Frauenkrieg kennen wir keine Gnade. Wir sind gnadenlos von allen Sandmonster. Egal, Frau, Mann, Tier oder... Nee, mehr gibt's nicht. Also ich kenne hier keine Mann, Frau, Mann. So, jetzt wird's lustig. Die Stelle kenne ich noch ganz gut, weil ich hier so verreckt bin. Bravo, Prinz. Los dich fallen lassen. Oh, jetzt mal ihn da. Okay, jetzt dürfte es lustig werden. Das wird Zeug, Nico. Hm.
Ja. Nicht die. Die da. Tschüss. Hau ab. Ah, jetzt hat noch eine. Naja, egal, solange sie nicht reagieren tut. Ey, sieht wirklich so aus, als hätte sie kaum was an. Außer im Kopf. So, jetzt haben wir hier so ein Schwert. Das, guckt jetzt mal auf alle Lebensanzeige. Wenn, ja, das Schwert hier sorgt dafür, dass man Leben verliert. Ist, glaube ich, gar aber dafür ungemein stark. Aufsammeln, werfen. Also, es ist, glaube ich... Ja, ist ähnlich, wenn man Frauen behandelt. Nein, weiß ich nicht. Ich hasse Frauen, weißt du? Okay, nein, nicht wirklich, aber... Die hier schon. So. Ja, diese Schwerter, die diese Unsichtbaren hatten, die so ein bisschen lila aussehen, mit lila Punkt. Das sind verfluchte Waffen. Glaube ich, zumindest. Ich glaube, so steht es in der Beschreibung, aber... Jo, wenn man sie einsetzt... Also wenn man diese Waffen benutzt und schlägt, dann verliert man Lebenskraft. Lebensenergie. Also es gibt schon hier ein paar Waffen, die Leben verlieren lässt. Das sind glaube ich nicht die einzigsten. Aber dafür sind sie glaube ich gut. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube die sind gut. Aber ich finde eher so, ich finde diese... Naja, ich finde sie nicht so gut, dass man sie auch wirklich einsetzen sollte. Diese Schwerter, die diese Frauen da benutzen. Bin ich überhaupt richtig? Ja. Kein Schimmer, wo ich bin. Ach! Verstärkung, danke! Hui! Und nochmal! Wichtigere Angelegenheiten. Ach, hier, fang mich. Und nochmal! Und nochmal! Hui! Und nochmal! Komm! Dreh! Zack, zack, zack! Niedergestreckt! Und nochmal! Ist nicht unbesiegbar. So. Ich habe euch gerne geholfen, meine Freunde. Was ist hier für eine Waffe? Oh, ein Schwert. Cool. Und weiter geht's. So, jetzt nochmal einen Schluck saufen. Mal sehen, wie viel Zeit haben wir. 7 Minuten, das reicht locker. Also locker bis zum nächsten Speicherpunkt zu rennen. Wollt ihr speichern? Also, ich weiß nicht, aber ich glaube ja. So. Jetzt sind wir hier. Und wo ist denn hier? Also, wir müssen jetzt gegen diesen Baum da springen, nehme ich jetzt an. Ungefähr so. Yep. Ist so interessant, wie die Bäume hier wachsen. Und besonders, weil sie keine Äste haben. Das ist auch sehr interessant. Aber es gibt auch Bäume ohne Äste. Nehmen wir Palmen als Beispiel. Also die sind die erste hier jetzt hier so. Ach nee, dich über. Nee, komm. Jeden Deutsch haben. Danke. Ich will dein Deutsch. Streng dich nicht an. Du wirst keine Luft kriegen. Meine Fräulein. Die holde Not. Wer wird dich jetzt retten? Ich bin ein Bösewicht und du bist doof. Tschüss. Ich mag die Roten überhaupt nicht. Die sehen nicht mal stylisch aus. Die sollten sich mal schämen. Da mag ich die Unsichtbaren lieber. Die sind wenigstens nicht ganz so zickig. Und sterben schneller. Oh mein Gott. Alle ab! Hoppa! Und renn. Zack. Oh, hier geht's ja noch weiter. So. Ha, sollte ich die 5 Minuten auskosten? 5 Minuten habe ich. Mal sehen, ich kann auch noch 5 weitere Höhen. So, und rennen. Springen. Und runter. Und was haben wir hier? Ein Rabenmann. Ha!
Stirb! Stirb! Habe ich überhaupt getroffen? Keine Ahnung. Ach nee, da ist sie ja. Ey, die sieht mir ja so schlecht. Können wir nicht darüber reden? Also würdest du mich nicht angreifen, würde ich vielleicht sogar mit dir reden. So. Kämpf nicht gegen Nackte. Oder zumindest die, die ich nicht sehen kann. Warum sollten sie sonst unsichtbar sein? Also mir blieb da nur eine Erklärung. Okay, vielleicht rede ich mal. Naja. Ich meine, ich habe ja nie nackte Männer gesehen. Ich will es auch, glaube ich, nicht. Nackte Sandmenschen will ich nicht sehen. Oh, eine neue Waffe. Komm, komm. Zier dich nicht so. Oh. Au. Ich nehme es zurück. Ihr seid nette Personen. Und ihr habt was an, hoffe ich. Oder, ja. Oh, verreck. Danke. Ah, weißt du was? Weil's so schön ist, erwürgen, werde ich zum Tode und schlitzen dich immer so auf. Los! Danke. Ist das die neue Waffe? Ja, das ist die neue Waffe. Ich glaube, sie zieht kein Leben ab. Das ist damit auch eine schöne Waffe. Der Ort ist richtig, doch die Zeit ist falsch. Ich muss in die Vergangenheit zurück und diesen Turm in Gang setzen. Oh, hier ist kein Wasserbrunnen. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Muss ich das hier in zwei Teile schneiden? Was ist denn das für eine Waffe? Ach, die Sense, die hatte ich schon. So, nein! Muss ich da nicht hinspringen, oder wie? Doch, sicherlich. Doch, ich muss hier dran springen. Ah, ja. Springen. Da hinten ist auch eine Kiste, das weiß ich noch. Und wieder Frauen. So viel weiß ich auch noch. Wie soll es noch anders sein ohne Frauen? Ohne Frauen gehen Spiele nicht. Das ist der Lebensinhalt hier. Können wir nicht darüber reden? Also nach diesen frechen Attacken bestimmt nicht. Wolf! Fick dich! Danke! So schwer! Ich will einen Waffenständer. Schon wieder so eine Sense. So. Und ich will die Kiste haben. Die Kiste. Hier war doch eine Kiste. Ja, da oben. So. Und jetzt können wir weitermachen. Wo ist eigentlich unser Vogelmann? Den habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Den haben wir doch nicht schon umgebracht, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir ihn zerfällt haben. Muss ich so rum? Und jump. Aha. Drehen. Springen. Und vorwärts. Und Action. Huh? Oh nein. No! Go away! Nimm den und verschone mich. Nimm dieses Opfer. Au! Du Spast. Was soll das? Ich dachte, wir könnten Freunde werden. Oh mein Gott. Ah, Slenderman XXL verfolgt uns. Oder schwingen. Slenderman! Oh mein Gott, es verfolgt uns! Was hat es bloß gegen uns? Oh mein Gott, ist ja gruselig. Lass uns in Ruhe! Wir haben dir nichts angetan, du Schwein! Du Perversling! Und weg! Renn! Nein, was? Was? Warte mal, das will ich jetzt hören. Wenn man zurückspült, kann man glaube ich hören. Niemand entkommt dem Dahaka. Ey, geil. Nein, verdammt. Fuck. Ey, ist das auch geil. Man kann ja wirklich so verstehen. Niemand entkommt dem. Boah. Und drehen.
Und Bewegung, 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 Bewegung. Los, 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 los. Was zum? Ah, der scheiß Bildschirm geht aus, weil ich da mit dem Controller spiele. Macht das automatisch aus, weil, boah, das ist gruselig, ey. Also, das Ding geht automatisch aus, wenn ich die Maus nicht bewege. Sehr nett. Und weiter, 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 weiter. Es verfolgt uns. Boah, ist er nah. Niemand entkommt dir, der Hacker. Wow, interessanter Spruch. Das soll ich öfters mal machen, die Zeit zurückspulen. Oh Gott, ist ja gruselig. Slenderman, verpiss dich. Ich hab nichts für dich. Edge die Bad. Oh, oh. Das war jetzt dumm. Edgy Bad. Wow. Also ich würde den echt mal eine Freundin empfehlen, das ist ja beängstigend. Oh Gott. Alter. Ey, das klingt mal so, als wäre direkt hinter einem. Ja gut, der ist auch wahrscheinlich direkt hinter einem, aber es wird so, als wäre nur 1-2 Meter entfernt. Das ist. Mann, ist das immer dieselbe Kombination hier. Oh, der Hacker ist auch wirklich cool, muss man sagen. Aber interessant, das geht wirklich. Wenn man die Zeit zurückspult und dann. Dann versteht man auch, was der da redet. Aber das war jetzt cool, muss man auch mal wirklich zugeben. So, nochmal in die in die Vergangenheit. Uah. Der Hacker. Ein echt ungemütlicher Freund. Was habt ihr für Probleme mit mir? Na gut, das wissen wir. Was haben wir? Einen neuen Sandbehälter, nicht schlecht. Damit lässt sich was anfangen. So. Hier, Sandbehälter. Der Hacker. Der hat auch so einen lustigen Freund, der heißt Slenderman. Der sieht auch so ähnlich aus. Der Unterschied ist, der Hacker hat, naja, der mehr oder weniger ein Gesicht. Und der kann auch Tentakeln rauswachsen lassen. Aber von seinem Bauch und nicht von seinem Rücken. Und wenn man ihn anguckt, dann stirbt man auch. Jo, aber da würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part. Bis dann.